Hallo und herzlich willkommen zusammen. Wir sind bei einer neuen Runde Hearthstone zusammen. Jetzt ist ja die neue Erweiterung Hexenwald draußen und ich habe natürlich auch gleich ein neues Deck gebastelt. Ich habe gelesen von einem 90% Winrate-Deck mit Groll und der neuen legendären der Grauselhurz. Was, also die deutsche Übersetzung ist ja mal wieder mega. Mega. Und ich muss sagen, es läuft verdammt gut. Und ich musste es einfach selber mal testen. Also, ersetzen wir. Den behalten wir am besten gleich auf der Hand, damit wir ihn so früh wie möglich spielen können. Allerdings, der da ist schon mal sehr gut, weil er ist im Prinzip unsere Win Condition. Und er ist auch sehr gut, weil mit ihm sehr früh möglichst unseren hier Murmuring Elemental und genau unser Fireplume auf die Hand bringt. Und mit dem können wir dann eine gute Combo mit dem Grauselhurz machen. Wichtig ist nämlich, dass man zuerst mit dem Fireplume die Stufen am besten vom Murmuring Elemental um 1 senkt, damit man im 10. Zug dann Murmuring Elemental spielen kann. Und man den Effekt von den Kampfschrei von Grauselwurz zweimal aktivieren kann. Das ist recht wichtig. So, spielen gleich mal unser Mana-Totem, um möglichst früh. Ah ja, da haben wir schon unseren Murmuring Elemental. Möglichst früh viele Karten ziehen. Die Wut ergreift Besitz von mir. Oh. Den gleich weggeklärt. Das ist unschön. Mal schauen, was wir nachziehen. Das war's. Ah ja, im urzeitlichen Drachen für den fünften Zug ist auch nicht schlecht. Damit kann ich leben. Im nächsten Zug spielen wir dann ist der Eisenholzgolem. Interessant. Spielen wir ihn aus. Berg ausdünnen. Ah ja, da haben wir gleich das nächste Element. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unseren Groll. Dann lohnt sich der hier noch mehr. Und wir haben eigentlich dann schon alle wichtigen Elemente auf der Hand. Wie gesagt, ihn, den unseren Lebenssauger, den Groll müssen wir vorher ausspielen. Wie gesagt, er bekommt jeden Kampfschrei, den wir vorher ausgespielt haben. Und so, jetzt mal einen Moment überlegen. Ich schwanke gerade zwischen dem Sandbinder, damit wir vielleicht unseren Groll frühzeitig bekommen. Oder zwischen Froschi, weil er hier ganz schön Druck aufbaut. Bin fast dafür, dass wir ihn mit Froschi ein bisschen einheizen. Oder aus dem urzeitlichen Drachen. Das ist fast noch besser. Ein kleiner Block. Der urzeitliche Drachen ist gut. Wir klären einen von ihm. So machen wir das. Das ist besser. Können wir im nächsten Zug nämlich die beiden ausspielen. Erstmal suchen, einen weiteren Elementar auf die Hand bekommen und dann gleich alle um 1 verringern. Das, denke ich, ist die beste Lösung. Wo wir am meisten Value aus ihm raus. Können wir nämlich einfach mal 1 und mindestens noch 1. Eine Stufe. Schick. Okay, kleine Planänderung. Den müssen wir loswerden. Den müssen wir loswerden. Also einmal Froschli, weg. Den auch loswerden. Und in dem Fall nehmen wir das Tote. Wichtig ist auch, eine der wichtigsten Karten, die man vorher ausspielen sollte, bevor man den Grauselhurz spielt, ist tatsächlich Saroni Zwangsarbeiter. Sein Effekt ist, er holt eine Kopie von sich selber herbei. Und den Effekt bekommt er auch. Sprich, wir bekommen weitere Kopien von Grauselhurz. Und die geben wir uns dann mit dem Groll wieder zurück auf die Hand, so dass wir sie wieder ausspielen können. Und das ist dann so eine ewige Schleife. Und mit ihm machen wir auch jedes Mal Schaden und heilen uns wieder. Und wenn man das ein paar Mal macht, hat mein Gegner einen 0, nichts auf 0 und man selber ist eigentlich immer auf Max Health. Das ist echt eine heiße Combo. Okay, dann machen wir das, was wir. Nein! Oh. Verdammt. Okay. Halb so wild, halb so wild. Das habe ich zu schnell gespielt. Ich hätte zuerst ihn ausspielen sollen. Wir werden jetzt trotzdem ausspielen. Ich werde euch.
Genau, um unseren Groll zu bekommen. Perfekt. So, was machen wir in dem Fall? Könnten ihn wegklären. Was vermutlich keine schlechte Idee ist. Ich habe gemerkt, es ist relativ wichtig in diesem Deck hier tatsächlich mit vielen Dienern die Feldkontrolle zu halten. Weil wenn der Gegner mit Zaubern klärt, bringst du uns das auch nichts. Dann hat er Diener und wir ja, stehen da. Und an sich, Leben ist bei uns eigentlich relativ selten ein Problem, weil wir uns häufig mit ihm zwischendurch wieder hochheilen können, teilweise auch mit der netten Combo aus ihm und ihm und teilweise auch direkt mit Healing Rain um 12. Ich meine, 12 Leben heilen ist einfach extrem stark. Und genau das habe ich gemeint. Hier hat er auch schon seinen Tod und Verfall ausgespielt. Wir haben hier Healing Rain, um uns wieder hochzuheilen. Also an sich gar kein Problem. In dem Fall schlage ich vor, sollten wir jetzt Gottes Schild wegbekommen. Die Frage ist, reicht uns der oder brauchen wir mehr Leben? Ich spiele auf jeden Fall Sironie 20 weiter aus und ihn. Damit sollten wir eigentlich auf einer recht sicheren Seite sein. Selbst wenn er unser Feld cleart, sollte er uns keine 16 Schaden geben können. So. Im nächsten Zug würde ich auf jeden Fall gerne den Groll ausspielen. Und vielleicht können wir einen unserer beiden noch mal ausspielen. Okay, okay. Das ist jetzt ein recht starkes Feld, was er da auf dem Feld hat. Hier bin ich tatsächlich dafür, dass wir... das sind zusammen 7 plus ihn sind 8. Er hat... Es sind 12, es sind 18, es ist auf jeden Fall Liefel. Müssen wir was machen. Holen wir erstmal ein Totem. Schauen, was wir bekommen. Das war das Falsche. Danke. Den hier. Gut, holen wir keinen Value aus ihm, aber überleben wir länger. Das ist wichtig, momentan. Man darf nämlich auch kein Risiko eingehen. Unser Deck ist nämlich einigermaßen langsam. Deshalb müssen wir sicher spielen. Wir haben die Zeit. Wir können locker auch ins... also wir können uns wirklich Zeit lassen beim Spielen. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir möglichst uns immer recht hoch halten, damit wir nicht in eine gefährliche Zone wie jetzt zum Beispiel kommen. So. Was wir jetzt hier machen... wir spielen wieder sicher. Hier gibt es zwei Lösungen. Entweder voll auf Tanky gehen, viel Sport. Allerdings könnte uns damit Zaubern gefährlich werden. Deshalb heilen wir uns hier an der Stelle hoch. Und gehen dann auf Sport. So. Das kann er nämlich mit dem hier clearen, dem hier clearen. Oder mit dem und dem einen weg clearen. Und uns dann 10 direkt geben. Was uns dann aber eigentlich gar nicht mehr so stört. Den behalten wir noch auf dem Feld. Eventuell können wir damit... ja. Abgeben in dem Fall. So, wir müssen noch Groll ausspielen. Dann haben wir eigentlich schon alles Nötige und können unseren Grauselwurz spielen. Seine Rüstung ist momentan auch eigentlich nicht entscheidend. Weil, er kann so nicht weiter gefährlich werden. So, er kann jetzt 6 Schaden machen. Ist an sich eigentlich auch nicht weiter schlimm. So. Jetzt spielen wir auf jeden Fall... Ich würde sagen, wir laufen mit ihm noch in... ihn rein.
spielen jetzt unseren Groll, weil wir wollten den Elementar nicht mehr auf der Hand haben. Und noch ein Spott. So sollten wir ziemlich sicher sein. Und im nächsten Zug gibt es dann schon Grauselhurz-Action. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu zauberstark. Okay, aber nicht direkt. Das ist gut für uns. Das ist sehr gut für uns. Weil wir so auf jeden Fall überleben sollten. Ansturm ist unwahrscheinlich, dass er etwas hat. Zauber. Er könnte doch einen Swipe haben, aber es ist unwahrscheinlich. Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Okay. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Dann würde ich sagen, Grauselhurz-Action. Grauselhurz-Action. So, ich würde allerdings vorher noch mit ihm den hier clearen. Um wirklich nur mal sicher zu gehen, dass er kein starkes Monster mehr auf dem Feld hat. Spielen ihn aus und bekommen doppelten Kampfschrei. Alle unsere Kampfschreie, die wir ausgespielt haben. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen seiner Elementare auch wieder weggeclearet. Das ist auch gut. Er kommt auch übrigens auf 0, weil wir mindestens ein, zwei Mal. Oh, so episch. Die Mana-Kosten reduzieren. Genau, dann sind wir hier bei 2. Können wir im nächsten Zug dasselbe wieder machen. Kommen wir ein paar Grauselhurze auf die Hand. Ne? So 3 Stück. Damit kann man leben. Und wir können. Ach, vielleicht kriegen wir ihn noch. Ah, ne, er wird auf 1 sein. Weil wir einmal unseren Mana-Reduzierenden haben und der Kampfschrei wird zweimal ausgeführt. Also sprich, er wird auf. Oder auch nicht. Stimmt, wir haben ihn erst danach gezogen, es wurde schon einmal ausgelöst. Okay. Also weit so gut. Wir sind wieder auf 9 hoch. Was uns ganz guten Vorteil gibt. Und im nächsten Zug, ja, sind wir vermutlich wieder auf Max Health. Und der Gegner vielleicht sogar schon tot. Mit Glück. 35 Schaden. Kriegen wir hier mal 2, sind 6. Kriegen ihn wahrscheinlich ungefähr auf die Hälfte runter. Vielleicht um die 20 müsste er im nächsten Zug haben. Oh, jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Okay, das ist sehr gut. Unsere flotte Biene aus. Das Lebenssauger sieht aus wie eine Motte oder ja, eher wie eine Mücke. So, sehr gut. Und jetzt noch soll der Geist. So, spielen wir den hier aus. Doppelten Kampfschrei und ein paar Grauselwurz. Und noch einen dritten, weil es so schön war. Kriegen wir noch ein paar auf die Hand wieder. Können wir wieder ausspielen. Und je häufiger wir den Lebenssauger ausspielen, desto mehr Schaden machen wir auch am Gegner. Sprich, wenn ich jetzt den. Ah ja. Okay, scheint schon gereicht zu haben, weil jeder jetzt zweimal den Lebenssauger-Effekt ausführt. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, er hat in seinem Kampfschrei ja auch hier den brausenden Elementar. Gilt er dann für den nächsten wieder oder gilt er nur einmal pro Zug? Aber er müsste eigentlich für jeden gelten. Sprich, jeder macht zweimal die 3 Schaden, plus weil ich ihn wieder ausgespielt habe, macht er sogar. Einmal verdoppelt er es. Also sprich, jeden, den man ausspielt, nachdem er einmal einen Grauselwurz ausgespielt hat, wird ebenfalls wieder verdoppelt, jeder Kampfschrei. Ach, das ist so episch. Das ist so episch. Man kann es unendlich oft durchführen. Also, was sich Blizzard dabei gedacht hat, waren sie sich nicht bewusst, dass so eine Kombo rauskommen würde? Oder was? Was hat sich Blizzard dabei gedacht? Ganz ehrlich, was hat sich Blizzard dabei gedacht? Also, es ist so krank. Es ist so krank. Die Combo ist so unglaublich. Es ist unglaublich. Schaut gut hin. Er hat noch 15 Leben. Und wir kriegen ihn in dem Zug auf 0. Ich kann schon keine weiteren Karten mehr ausspielen. Also sprich, das, was ich auf dem Feld habe, reicht schon. Es reicht schon. Dreimal der Kampfschrei noch vom Lebenssauger. Und wir sind natürlich wieder auf Max Health, also es ist unglaublich. Das Feld klären wir auch mit so ein paar x-tausenden urzeitlichen Drachen-Effekten. Also
kommen locker auf 10 Schaden mit den Flächenschaden, mit dem urzeitlichen Drachen. Das ist unglaublich. Die Hand wird gefüllt mit starken 1 Mana 6-6 x-mal Kampfschrei Monstern. Es ist krass. Es ist einfach nur krass. Und das läuft circa jede Runde so. Wo ich sagen muss, der neue Druidenheld gefällt mir auch richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich habe so lange schon gewartet, dass endlich ein neuer Druidenheld rauskommt. So, ich wollte euch das Deck unbedingt mal zeigen, weil es mir an sich unglaublich viel Spaß macht, auch wenn es mega unfair ist und es ist auch richtig ätzend dagegen zu spielen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Clown ist erlaubt. Holt euch die Liste. Probiert selber aus. Es ist, das Deck an sich ist relativ teuer, muss man dazu sagen, mit 3 Legis und doch einigen epischen. Man braucht zweimal den Sandbinder, einmal den urzeitlichen Drachen. Dann haben wir noch Farsight, das ist ebenfalls nicht sehr günstig, ist auch eine epische. Wir haben noch einige Doomsayer, das braucht man auch zweimal, ist auch die Karte ist extrem wichtig fürs Early Game, gerade wenn man gegen Hunter oder gegen einen Paladin spielt, weil die sehr, sehr schnell das Feld fluten, gerade am Anfang, und da braucht man ihn einfach als Board Clear fürs Early Game. Ist wirklich ein sehr teures Deck, kostet um die, ich habe letztens mal nachgeschaut, ich glaube 9000 Staub, also echt nicht günstig, aber wenn man es hat, Halleluja. Also wie gesagt, probiert's aus, falls ihr den Staub oder die Karten dafür habt. Und ja, ich wünsche euch dann eine gute Zeit. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.